Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für den Montag, den 7.6.2021. Und wir haben ja noch 2 Wochen bis zum Verfall. Brauchen wir uns heute noch keine Sorgen machen. Das heißt, die nächste Woche dürfte eher normal verlaufen. Übliche DAX-Mentalität an den Tag werfen. Und der hat sich zum Freitag ganz friedlich gezeigt hier. Nickerchen hat er nicht ganz gemacht, aber es soll ein kleines Engelchen in die Richtung gehen. Friedlich und ruhig und gemütlich einfach weitergeschoben. Wir haben darüber gesprochen, über die 600, die 15.600, die von oben nun Unterstützung ist. Haben darüber gesprochen, dass ich, wenn er unter 15.600 fällt, sehr vorsichtig werden würde, ne, dass ich mir vielleicht sogar einen Short überlegen würde Richtung, ja, 15.510, 14.430 und so weiter. Solange aber über 15.600 bleibt und er steigt, auch wenn es offensichtlich ist, wir haben wir darüber gesprochen, ne, wenn es offensichtlich ist, macht er gerne mal das Gegenteil. Aber wenn es offensichtlich ist und er macht auch das, was offensichtlich ist, dann nicht gegenstellen. Einfach gucken, dass man da eben auf der Long-Seite noch ein paar Punkte mitnehmen kann. Haben über ein Ziel gesprochen, oben bei 27, 37. Dieses wurde noch nicht ganz erreicht. Könnte jetzt aber zum Montag schon ein Thema werden. 57 jetzt, um es genau zu machen. Und damit würde ich eigentlich meinen Long-Trigger ein bisschen verrücken wollen. Wird den hier auf den. Mir geht es ja um die Trendlinie. Ne? Deswegen haben wir den gesetzt, um diese Verkeilungslinie. Löst sich nämlich der DAX aus dieser Verkeilungslinie raus. Und das ist jetzt Montag eigentlich. Das hätte keinen besseren Tag für finden können. Der wird per Aufwärtskampf wird er direkt dran springen. Wird hier starten wahrscheinlich. 7,35 würde ich drauf tippen. Und dann hat der DAX so ein. Naja, ich sag mal, er sticht gerne so früh montags erstmal in eine Richtung rein und dann testet er so, wie die Stimmung ist halt. Ne? So ein kleines, ah, ich kitzel dich mal und guck mal, wie gut du oder schlecht gelaunt du heute bist. Also den Markt natürlich. Und dann sieht man ganz oft, dass er zum Beispiel so früh erstmal nach oben sticht und dann aber den ganzen Tag fällt. Das würde schön ranpassen, wenn er jetzt hier mit einem Aufwärtskipp reinkommt, ein bisschen versucht hochzuarbeiten, aber dann schon, man merkt, das Aufwärtskipp wieder, da kriegt er wieder seine Störung. Unser DAX hat ja eine Angststörung, das kennen wir alle hier, das ist, auch er hat hier dieses deutsche psychologische Phänomen geerbt, irgendwelche Panikattacken und Angststörungen zu haben. Er hat hier neuerdings ja immer die Aufwärtsskepsis jetzt, das macht er schon über ein halbes Jahr jetzt fast, hat noch keine wirkliche Methodik gefunden, sich dagegen zu heilen. Allzeithochs und Aufwärtsskepsis haben immer wieder für Panikattacken nach unten gesorgt bei ihm, also für deutliche Abverkäufe, die dann meist auch mehr als einen Tag angehalten haben. Und deswegen würde ich schon sagen, sollte man sich den Bereich dann sehr, sehr, sehr genau angucken. Bekommt er wieder seine Störung da, sein Zucken, dann wird er bei 47, 35 vielleicht, im weitesten noch die 87, so als kleinen Ausläufer nutzen und sich von dort dann nach einem doch eher positiven Start so ab 10 Uhr, 39, das kann auch schon ein bisschen eher sein, aber so in dem Zeitkorridor. Ich rede jetzt nicht von 14 Uhr, ich rede nicht von 12 und nicht von 16, nicht von 18. Das passiert wirklich schon recht früh, sich dann nach unten eindrehen. Und wenn er sich nach unten eindreht zum Montag, dann müsst ihr ein bisschen aufpassen und euch dieses Niveau angucken, dieses Tageshoch. Weil wenn der das dann nicht mehr überwindet bekommt, dann kann der bis zum Tagesende durchfallen. Na, dann kriegen wir mal wieder so einen Tag, der halt wirklich nahe des Tagesschlusses auch schließt. Haben wir lange nicht gesehen. Kennen viele auch gar nicht mehr, aber ich würde mal die Hand für ins Feuer legen, dass, ne, es ist halt, guckt mal hier, das ist, guckt euch das an, das sind die Tage, wo er hier mit Aufwärtskipp reinkam, wo hat er geschlossen am Tagestief, hier ist er reingekommen mit Aufwärtskipp am neuen Allzeithoch, wo hat er geschlossen, 10 Punkte über Tagestief, ne, also, ich glaube das schon, also, was heißt, ich glaube das schon, es geht nicht darum, was ich glaube, es geht darum, was ist im DAX wahrscheinlicher. Ne? Das machen wir in der Analyse. Wir gucken uns einfach an, was wäre wahrscheinlich, wenn wir ein starkes Bild sehen? Was wäre wahrscheinlich, wenn wir ein schwaches Bild sehen? Wie würde sich es ausleben, wenn der DAX sich einfach schwächer zeigt zum Montag? Bis wohin könnte das gegebenenfalls gehen? Und da würde ich sagen, wenn er sich schwächer zeigt, kann es durchaus nochmal bis an die 600 rangehen. 610, da wo so die ganzen Stop-Loss liegen von denen, die am Freitag vielleicht long gegangen sind. Ne? Die liegen jetzt alle hier um die 600 rum, schön nachgezogen. In dem Bereich auf jeden Fall. Und dann wird er sich wahrscheinlich von einem Aufwärtsgap hier reinholen. Das gilt aber auch wirklich nur, wenn ihr klar seht, dass der nach seiner kleinen Action nach oben wirklich nach unten arbeitet. Eine rote Stundenkerze nach der anderen baut letztendlich halt. Also da kann man sich auch immer mal wieder reflektieren. Wenn man das nicht sieht, und das ist am Freitag schon unheimlich vielen schwer gefallen,
wenn der einfach nur stabil bleibt und er steigt, und er steigt uns sogar über diese 37 raus, dann löst er seine Verkeilung nach oben auf. Und dann wird es eine Trendbeschleunigung. Und das kann dann relativ gemein werden, weil die meisten sowas nicht gut können. Und deswegen möchte ich da auch heute mal ein, zwei Minuten länger drüber sprechen, weil das ist wichtig. Da verlieren viele, viele, viele immer wieder viel Geld. Das sehen wir. Wir beobachten den ganzen Tag, also durch unsere Community, moneymonkeys.com, auch im Chat, die Leute, die uns per Mail schreiben, wir beobachten so, so, so viele Leute. Und es gibt immer so ein paar Sachen, da weiß ich vorher schon, wenn die Konten platzen. Und das ist hier so eine Stelle. Weil in dem Moment, wo der DAX drüber steigt, die Leute alle da sitzen und sagen, na, das ist ja übertrieben. Am besten Fall kommt noch eine negative Nachricht dazu. Keine Ahnung. Indische Variante hilft nicht gegen Impfstoff oder sowas. Keine Ahnung. Irgendeine Nachricht, wo die Leute sagen, na, jetzt wird's doch aber fallen. Und der Markt macht aber weiter. Und er steigt. Und er steigt über sein technisches Übertreibungsniveau hinaus. Dann kann der bis Dienstag, bis Mittwoch, der kann bis Donnerstag, bis Freitag, kann der einfach durchsteigen. Der kann dir drauf scheißen, dass hier die 49 mir sehr wichtig ist und ich davon ausgehe, dass er von hier auch deutlich zurückdrehen kann, wie er auch von dieser Verkeilungslinie deutlicher wegknallen kann. Ja, aber er kann da auch einfach gerade durchnageln dann halt, ne? Und das sind dann häufig Momente, wenn so eine Trendbeschleunigung anfängt, wo die meisten schon nach der ersten fetten grünen Kerze short drin stehen, weil sie glauben, das ist jetzt zu viel, das ist übertrieben. Und dann macht der Markt flach zur Seite und dann kommt er wieder hoch. Dann stoppt die vielleicht in einem Short aus, hier so. Und dann zuckt der Markt so 20 Punkte nach unten und die denken sich, ja, jetzt hat er noch mich ausgestoppt. Ich gehe jetzt wieder rein. Ich werfe den Stopp jetzt auf 820, da kann er mich nicht kriegen. Und dann, was macht der Markt? Der kommt von der 800, dreht sich wieder hoch, haut die dann, was haben wir gerade gesagt, nach 20, 840, haut die dann wieder im Stopp raus. Und dann zuckt er wieder kurz nach unten. Dann denken sie sich, oh, jetzt hat er wieder nur mich ausgestoppt. So, gehen wieder rein, trotz dass sie gerade ausgestoppt wurden. Und was macht der Markt? Der dreht wieder hoch, macht wieder neues hoch, schockt die Leute noch auch wieder aus. Und die denken dann, sie werden die ganze Zeit gejagt halt, ne? Und hauen dann, keine Ahnung, 10, 20, 30 Shorts dagegen. So, das kann dann so aussehen, dass man quasi hier jetzt den ersten Stop-Loss fängt, dann zuckt der Markt zurück und man fühlt sich sehr derbe persönlich angegriffen. Ja? So, dann zuckt er vielleicht so ein bisschen, dann fängt er kurz an, nach unten anzuziehen, dann sagen sie so, oh Gott, da gehe ich jetzt hier wieder Short. Stopp mich hier ein. Dann zuckt er hier schön stark zurück, baut eine schön fettgrüne Kerze dahinter und zieht weiter. Stoppt die wieder aus. Dann nehmen die es wieder persönlich, weil er danach wieder zurückläuft. Denken sich, naja, ich hätte ja recht gehabt. Suchen sich wieder einen Short-Einstieg. Was macht der Markt? Läuft wieder raus. Stoppt die aus. So, und irgendwann fangen die Leute dann an, die Stops rauszuschieben, die Stops wegzunehmen, ganz rauszunehmen. Was macht der Markt dann? Er fängt dann an, noch mehr durch. Das ist Trendbeschleunigung. So, das ist die Psychologie auch, die ein bisschen dahinter steht, warum der Markt das dann macht, weil er Geld hingeworfen kriegt. Ne? Also die ganzen Privaten, die sich hier schief rumstellen, die füttern ihn ja mit ihrem Stop-Loss, mit dem Risiko, was sie stellen. Und dann werden sie auch risikoaverse. Dann macht er vielleicht hier nochmal, dann denken die sich, ah, jetzt trete aber, jetzt baue ich meine Position nochmal aus, meine Shorts, aber Stop-Loss nehme ich nicht, weil das klappt ja eh nicht, es stoppt mich ja eh wieder noch aus. Und dann macht er weiter und weiter und weiter. Und am Ende des Tages steht man da und denkt sich, na was für eine Scheiße hast du denn jetzt gemacht? So, und dann fängt man an zu hoffen und zu bangen, dass der Markt irgendwann mal wieder runterkommt. Und das macht er aber in den seltensten Fällen dann tatsächlich in so einer Trendbeschleunigung halt. Deswegen sage ich, hier muss man wirklich ein bisschen aufpassen. Der kann dann einfach ein bisschen weglaufen. Und das Gescheitere ist einfach, sich in solchen Momenten vorzubereiten und eben nicht dieses typische Anleger- oder Privatanlegerverhalten an den Tag zu legen, sondern so eine Umkehrdinger hier, so ein kleines V einfach zu nutzen und zu sagen, okay, dann gehe ich hier halt long rein, hau einen Stop-Loss runter und gehe auf das neue Hoch. Da, wo die nächsten wieder ihre Stop-Loss geschmissen kriegen, da löse ich meine Position auf, warte, bis ich vielleicht mal einen Rücklauf kriege, ne, steige dann in so einem Moment, wo hier dann wieder ein schöner V und schöner Umkehr ist, probiere ich dann wieder in den Markt einzusteigen, stehe den Loss runter, gehe dann wieder raus, an dem nächsten Moment, wo die anderen ausstoppen und wenn keine Einstiegschancen kommen, mache ich halt nichts, bleibe wachsam, bleibe an der Seitenlinie, schärfe mein Messer, warte auf die guten Gelegenheiten, die dann vielleicht hier oben kommen. In dem Moment, wo ich dann hier wieder eine schöne Umkehr sehe, kann ich hier nochmal einsteigen, Stop-Loss. Sieht super einfach aus, ihr werdet merken, ist im Tagesverlauf schwer umzusetzen, aber wenn ihr versucht, einfach mit dem Markt zu handeln, ja, ist es wesentlich einfacher, als wenn man dann Wochen, Monate irgendwelche Verlustpositionen aussetzt, die irgendwie sich absolut nicht in die Richtung entwickeln, wie man es haben will, sondern irgendwie immer weiter weg von allem. Ne? Und das passiert halt, wenn man gegen dynamische Bewegung
gegentradet. Dann sitzt man irgendwann drinnen und hat hier, keine Ahnung, Short-Position von 15.100. Ne? Und es gibt bestimmt noch welche, die hier seit November irgendwelche Shorts mit sich rumschleppen. Wenn man da am Tageschart guckt, das sind so die typischen Kerzen. Ich glaube, da sind schon einige von rausgeflogen. Aber gerade solche Bewegungen, ja, das sind so die typischen Momente, wo die Leute sagen, ah, das ist ja übertrieben, jetzt wieder nach oben kommt, da stelle ich mich mal dagegen, das kriege ich leicht wieder rein. Und dann entfernt sich der Markt immer weiter. Auch so eine Bewegung hier, so eine lange grüne Kerze, guckt man, das ist genau das, was ich beschrieben habe. So wird ein Trend aufbeschleunigt. Ne, das sind genau solche Initialen und da seht ihr rechts nichts daneben halt. Der Markt kommt dann so schnell nicht wieder zurück. Ne, deswegen muss man da ein bisschen aufpassen. Ich möchte euch bloß darauf vorbereiten. Das heißt nicht, dass man immer long handeln muss, wenn rote Kerzen wieder kommen und man klare Schwäche im Markt sieht, darf man natürlich short handeln. Aber was ich euch hiermit vermitteln möchte, ist einfach zu versuchen, mit dem Markt zu traden. Nicht dagegen, nicht immer nur so instinktiv dagegen. Natürlich kann es klappen, dass ihr, und das ist das Schlimme beim Ohne-Stop-Loss-Handeln. Es klappt ja natürlich 99 mal super. Aber es klappt halt einmal auch nicht und dann ist das komplette Depot im Arsch. Und da muss jeder wissen, möchte sich ein halbes oder eine 12 Monate mit Trading beschäftigen, jeden Tag Zeit und Energie rein investieren, um dann doch nach 12 Monaten einfach das Depot vollkommen zu schrotten. Oder möchte man einfach versuchen, punktuell ein Depot stabil aufzubauen und Ruhe zu haben. Ich weiß gar nicht, warum ich heute hier halbes Seminar mit in die Analyse reinpacke. Ich will euch bloß halt, das ist eine Stelle. Deswegen, ich habe es vor uns auch gesagt, es ist einfach eine Stelle, wo ich vorher schon weiß, dass wir definitiv viele Kündigungen auch im Premium-Dienst kriegen, weil die Leute sich die Depots kaputt machen und dann sagen, na, Trading ist einfach nichts mehr für mich. Ich höre jetzt auf. Klar hätte ich das gemacht, was der Martin gesagt hatte, ist es gut, aber habe ich nicht und nun ist alles Geld weg und nun ärgere ich mich und habe keine Lust mehr auf Trading. Und deswegen hier einfach ihr wisst, was ich meine. Präventiv hat mir gefehlt. Präventiv einfach die Info, das ist eine Stelle, wo viele Leute Geld verlieren und man aber eigentlich sehr, sehr, sehr leicht Geld verdienen kann, wenn man es versucht, richtig für sich zu nutzen. Ne, das ist so eine Stelle und deswegen möchte ich da eben besonders drauf hinweisen. Sollte der aber, wie gesagt, hier oben schöne rote Stundenkerzen, ist es vollkommen legitim, Short zu suchen, abzusichern und sich dann aber auch ein Tageslimit zu setzen, dass man sagt, okay, mach vielleicht ein, zwei Short-Positionen, wenn die nicht klappen, dann lässt man das den Tag. Sowas ist vollkommen legitim. Was nicht legitim ist, ist den ganzen Tag gegenzuarbeiten, wenn der dann am Tagesende im Tageshoch schließt und man hat da irgendwie 10, 20 Shorts reingeballert und keinen richtig ins Gewinnen gekriegt, dann ist das instinktives Fehlverhalten, was man wirklich mal auf den Prüfstand stellen sollte und was einem nachhaltig halt auch einfach nicht hilft. Manchmal klappt das, dann kommt hier die schnelle Erlösung, aber wie ist es denn? Seid ehrlich zu euch selbst, wie ist es denn? Die meisten lösen dann, wenn das kommt, auf Einstand ihre Position raus oder im kleinen Gewinn und dann geht er richtig los, weil sie halt gegen den Markt gehandelt hätten. Hätten sie mit dem Markt gehandelt, wären sie hier aus ihrem Long wieder raus, hätten gesehen, okay, krass, jetzt kippt der Markt aber, hätten hier vielleicht sich irgendwo einen Short gesucht, sich abgesichert und hätten die Bewegung nochmal Short mitgehandelt. Das ist, wenn ich vernünftig handle, flexibel handle, wenn ich mich auf den Markt einlasse und versuche, mit ihm zu traden, dann ist es einfacher. Glaubt mir, man muss es nur probieren und man muss halt einfach in den sauren Apfel beißen und sich hier und da halt auch mal eine Position rausnehmen lassen im Verlust, die einfach nicht in den Gewinn kommt, die einfach nicht anläuft, die nicht das macht, was sie soll. Solche Dinge, die braucht man nicht im Depot, die muss man nicht haben, die müssen weg. Ja, und in diesem Sinne, vielleicht hier einfach noch mal ein bisschen mentale Vorbereitung einfach, sowas machen wir auch gerne mal im Premium-Dienst. Ich glaube, reicht dann hier, wenn wir das jetzt hier auf die Morgenanalyse mitgepresst haben. Es ist eine Stelle, wo ich von vornherein weiß, wenn der Markt oben rausgeht, hauen sich wieder einfach mal bestimmt 20-30% die Depots an die Wand. Das ist so eine Stelle und deswegen sollte man da aufpassen. Ich glaube, ihr habt das verstanden, mitgenommen. Fühlt euch in dem Sinne vorbereitet. Nicht, dass ihr nicht short handeln dürft, das würde ich nicht sagen. Sondern ganz klar zu gucken, was macht der Markt. Wenn ich Stabilität sehe, wenn ich Stärke sehe, wenn ich sehe, dass er ruhig ist und er arbeitet einfach Stück für Stück weiter hoch, dann gehe ich doch mit ihm mit. Auch wenn es übertrieben und wenn es krank scheint und wenn es abseits jeglicher Realität wirkt, bringt es mir nichts, mich dagegen zu stellen. Der Markt belohnt mich dafür nicht. Belohnt mich, wenn ich das handle, was ich sehe.
Ja, okay. Also, guckt euch den Bereich ein bisschen an. Geht er nach unten, glaube ich, kriegt man hier einen Stoppfresser. Ja, holt ihr die Stops raus um die 6,10, um die 6, ich sag mal so zwischen 6,50, nee, 6,35 und 600. Wenn er sich nach unten wegdreht und wieder seine Panikattacke kriegt, seine Angststörung hier von den Allzeithochs. Wenn er aber sich drüber entwickelt, stabil bleibt, ruhig bleibt, steigende Hochs ausbildet, dann kann der bis 49 gehen. Das wäre das erste Ziel aus diesem Ausbruch hier von damals. Ne? Hat man damals schon erwähnt. 49, die haben wir zu dem Zeitpunkt gesetzt, dass er hier oben raus ist. Denn das ist drin. Und auch mehr. Ja? Also von daher ein bisschen aufpassen, vernünftig handeln und handeln, was man sieht. Ne? Klingt so einfach, aber ich muss es einfach immer wieder sagen, weil wenn ich es nicht mache, dann springen mir zu viele Leute einfach von der Planke. Und das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Das ist schade um die Kohle, die man da zum Fenster rauswirft, weil man es ganz einfach eigentlich vermeiden kann halt, ne? Also da gehört nicht viel dazu, außer sich vielleicht mal ein bisschen zusammenzureißen. Und ich glaube, so viel Selbstdisziplin hat jeder in sich, muss sie bloß aktivieren und sich da an dem Moment einfach mal ein bisschen selber ins Gewissen reden, was man denn vielleicht machen möchte. Gut, Freunde, dann soll es das soweit gewesen sein. Ich würde jetzt hier das Video zumachen und ja, wünsche euch viel Erfolg zum Montag. Gucken wir mal, ob er da oben überhaupt das anspielt. Schätzt die Wahrscheinlichkeit als erhöht an. Und wie gesagt, wenn drüber geht, passt ein bisschen auf. Ich meine, klar, es kann immer, kann natürlich auch sein, der tritt dann hier weg und nach unten und macht 600 und alle, die ohne Stop-Loss rein, die hätten sich gefreut ohne Ende. Sowas ist, das ist passiert in 99% der Fälle. Aber es geht darum, zu sichern, dass man stabil unterwegs ist. Ja, man kann auch mit Stop vernünftig traden, sodass man nicht die ganze Zeit rasiert wird, wenn man eben versucht, mit der Bewegung zu maximieren. Trotzdem wissen wir nicht, was passiert. Man kann immer alles machen. Ja, es geht eher darum, vorzubereiten, was ist wahrscheinlicher, welche Risiken habe ich wo und dann einfach abwägen. Welche Chancen zu welchen Risiken und dann gucke ich, passt mir denn das Risiko auf die Chance, die ich mir verspreche? Wenn ja, dann mache ich einen Trade. Wenn nicht, lasse ich es sein, gucke ich zu, warte ich bis morgen, bewegt sich morgen auch. Okay, gut. Damit soll es das soweit gewesen sein. Ja, habe heute hier ein halbes Seminar reingepackt. Ich wünsche euch viel Erfolg und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, tschö.